Mehrere hundert Menschen sind am Sonntag dem Aufruf verschiedener Gruppen zu Demonstrationen in Düsseldorf gefolgt. Die Initiative Querdenken rechnete ursprünglich mit mehreren tausend teilnehmenden Gegnern der Corona-Auflagen, musste die Zahl aber nach unten korrigieren. Berichten zufolge hatten sich unter die Teilnehmer der Querdenker-Demonstration auch zahlreiche Personen aus dem mutmaßlich rechtsextremen Spektrum gemischt. Ein Großaufgebot der Polizei war bemüht, die Seiten voneinander fernzuhalten. Im weiteren Verlauf wurde auf Bitte des Veranstalters eine größere Gruppe von offenkundig gewaltbereiten Fußballfans von der Polizei zunächst eingekesselt, dann zu einer Haltestelle eskortiert. Ein Polizeisprecher sagte dazu: Es gab natürlich hier diese Gruppe von offenkundig gewaltbereiten Fußballfans, die hier aufgetaucht sind, die versucht haben, sich hier unter dieser Veranstaltung zu mischen. Der Veranstaltungsleiter hat diese Personengruppe hier expressis verbis ausgeschlossen von dieser Veranstaltung, hat uns eine Unterstützung gebeten, sind wir nachgekommen. Auch das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen, an der ebenfalls mehrere hundert Personen teilnahmen.